Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück mit Österreich bei Victoria 3. Yay! Alle jubeln. Was letztens geschah ist, Preußen hat Hamburg angegriffen und wir haben den Hamburgern gesagt, grundsätzlich wären wir bereit mitzuhelfen, woraufhin die Hamburger uns angeboten haben, ein Humiliate Prussia als Kriegsgrund einzufügen, also eine Erniedrigung von Preußen, was ich absolut großartig fand und deswegen sofort aufgesprungen bin, woraufhin die Preußen, die Niederlande und die Schweden in den Krieg geholt haben. Warte mal, wer sind das da? Hohenzollern. Na, die kann man nicht angreifen, leider. Tut mir leid. Die würde ich gerne auch rauswerfen, aber geht nicht. Auf jeden Fall, dadurch, dass die Niederländer in das Ganze eingebunden wurden, haben die Hamburger es geschafft, auch die Franzosen auf unsere Seite zu bringen. Deswegen steht es jetzt gar nicht so schlecht für uns. Grundsätzlich sind wir militärisch schwächer als die Preußen, aber wir haben das viel größere Heer. Das heißt, wir machen das mit Numbers wett, was sie an technologischem Fortschritt haben. Außerdem, die Franzosen sind den Preußen technologisch noch überlegen, was ich gut finde. Das heißt, ihr seht, die Franzosen sind hier nach Preußen einmarschiert und haben jetzt auch schon, was ich gut finde, in die Niederlande rein, wo wir ihnen auch helfen mit eigenen Truppen, weil wir wollen die Niederlande möglichst schnell aus dem Krieg. Die stehen nämlich hier mit Truppen rum. Und wenn die weg wären, dann wären wir hier noch mehr überlegen an dieser Front. Außerdem, was wir gemacht haben, ich bin drauf gekommen, der Computer ist ein bisschen dämlich, was das betrifft. Man kann Anlandungen machen. Also, und was wir gemacht haben, ist, wir sind in Lübeck angelandet, haben Lübeck aus dem Krieg rausgeworfen und haben dann gleich Mecklenburg rausgeworfen. Das ist uns sehr wichtig, dass Mecklenburg aus dem Krieg fällt, weil Mecklenburg hat ist in den Krieg eingestiegen für die Forderung, dass sie War Reparations von uns kriegen. Und ich will keine War Reparations an Mecklenburg zahlen. Deswegen werfen wir Mecklenburg gerade aus dem Krieg. Wir haben hier außerdem gleich außerdem haben wir eine Front mit den Preußen geschaffen, was ich auch großartig finde. Das heißt, wir lenken die Preußen ab von dieser Front, wir lenken die Preußen ab von dieser Front, indem wir da einfach Leute herstellen, die nichts anderes machen, als den Preußen den langen Finger zeigen, die lange Zunge zeigen, also die lange Nase zeigen. Ich glaube, lange Nase heißt's. Egal, wir lassen Frankreich den Krieg für uns gewinnen. Preußen ist auf plus 15 derzeit, War Support. Wir sind auf plus 40, das heißt, wir halten noch etwas länger durch als die, weil sie sind stärker belagert als wir. Mecklenburg hält nicht mehr lange durch. Wir sind jetzt auf minus 9 pro Woche. Und wir werden da, die letzte Provinz werden wir wahrscheinlich auch jetzt relativ bald erobern. Und dann scheiden sie aus dem Krieg recht schnell aus. Das ist das absolut Wichtigste. Ja, Skandinavien, also Schweden, werden wir wahrscheinlich nicht aus dem Krieg rauskriegen, wobei vielleicht versuche ich dort auch eine Anlandung. Schauen wir mal. Die Truppen, die bei uns anlanden, sind auch definitiv die stärksten, sind die einzigen, die ich bereits aufgerüstet habe. Zu Skirmish Infantries. Dafür kaufen wir die ganze Munition auf im Ausland, weil wir haben keine Munitionsproduktion im eigenen Land. Jo. Und das ist auch unser stärkster offensiver General, der Laval Nugent von Westmeath.
Deswegen lassen wir ihn angreifen. Wir lassen zwar hier auch angreifen, aber das ist eher Show. Wie ihr seht, verlieren wir alles. Schwächer als die Niederländer. Das sind echte Nüsse. Okay. Ah ja, außerdem, wir haben Research. Wir haben die Eisenbahn entwickelt. Sehr gut, sehr gut. Wir brauchen Militärtechnik. Was macht das? Plus 10% Army Defense, das klingt supi. Machen wir das. Das ist nämlich schneller fertig dann. Gut, außerdem, uns geht Bürokratie, Unmengen an Bürokratie geht uns ab, weil ich glaube, wir haben zwei Institutions, die dazu kommen. Das heißt, wir brauchen viel, viel Bürokratie. Viel Bürokratie. Wir bauen aber eh Bürokratie gerade aus. Bürokratie ist gut, weil es mehr Steuern bringt. Was haben wir hier? Yes. Frankreich, töte. Töte die Holländer. Einmal töten wir, einmal töten die Franzosen. Heißt, Holland ist bald aus dem Krieg draußen. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut, sehr gut. Ja, und wir schaffen das natürlich nicht, hier in irgendeiner Form diese Kämpfe zu gewinnen. So, schauen wir mal, ob wir hier die Kämpfe gewinnen können. Da ist kein General von ihnen. Und, wie schon gesagt, unser absolut stärkster General. Wir haben hier eine Stärke von 86 und trotzdem verlieren wir diesen Kampf. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Wir gewinnen. Ja, wir gewinnen. Sind nur Conscripts hier, oder? Borrowed. Ja, wir gewinnen diesen Kampf. Wir sind die Besten. Oder auch nicht. Nugent, du bist der Beste. Töte, Nugent, töte. Nein, Nugent, nicht verliere. Das gibt's einfach nicht. Könnten die bitte schneller sterben? Wir töten auf jeden Fall mehr Preußen, als wir selbst verlieren. Die Niederlande hat kapituliert. Yes. Das heißt, an der Front sind weniger Leute. Finde ich gut. Eine Niederlage nach der anderen hier. Ja, danke Frankreich, dass du uns da wieder Truppen schickst. Hm. 20 zu 48, echt jetzt? Wir sind solche Wappler beim Angreifen. Oh, ich sehe gerade, wir haben unsere Construction ist durch. Ja, schauen wir nochmal nach. Ah, Preußen ist schon auf minus 26. Yes. Jo, man. Bald ist es soweit. Bald ist Preußen raus aus dem Spiel. Und wenn Preußen kapituliert, ist das Spiel zu Ende. Ah, Mecklenburg kapituliert jetzt. Damit ist dieser Dings vorbei. Finde ich gut. Frankreich, das hast du sehr gut gemacht. Ja, wir müssen neu bauen. Bauen, 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 bauen. Wir schauen mal. Ja, ich habe
Daten abgespeichert und war draußen. Wir brauchen Explosives. Können wir die irgendwoher kaufen? Komm schon. Frankreich, Großbritannien, wir kaufen einfach alle Explosives, die wir finden. Munition auch. Warum nicht? So, Papier. Wie unerwartet haben wir noch immer zu wenig. Kleidung. Seide. Ja, da war ein Event. Das hat unsere Seidenproduktion ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. brauchen wir auch. Okay. Wir brauchen Papier. 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 Dann bauen wir mal zwei Papierfabriken. Eine hier und außerdem bauen wir so, gibt es noch Taxation Capacity Probleme, Ostgalizien, ich hasse das, immer wenn man neu startet, muss man da wieder auf die Liste gehen, Ostgalizien, du kriegst noch sowas, Böhmen, du kriegst auch noch sowas. Transdanubien. Du kriegst auch noch sowas. Yay. Und eine Food Industries bauen wir hier auch gleich nochmal. Weil das ist auch relativ teuer. So, was? Wieso ist das noch nicht fertig? Wir müssten eigentlich die Stahlproduktion haben. Noch immer nicht 90% angefüllt mit Leuten. Wieso nicht? Weil Stahl zu billig ist. Ja, Werkzeugfabriken brauchen wir eh auch eine. Also so gesehen. Aber warte mal. Aber wir haben noch andere Dinge, wo wir vielleicht auch Stahl brauchen. Was ist da? Sind wir schon auf die beste Methode umgestiegen? Wo könnte man Stahl brauchen? Da, aber das haben wir schon alles umgestellt. Shipyard umstellen. Arms Industries. Stahl. Da brauchen wir Stahl. Und wir produzieren mehr Artillerie, die ist am teuersten. Das sollte unsere Stahlproduktion auch weiter fördern. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde gerne mehr von diesem Zeug produzieren, nur das Problem ist, wir haben keine Explosives dafür, was natürlich problematisch ist. Ah, und schon ist es passiert. Doch. Und zwei Motor Industries sollen wir bauen. Na gut, das sollte sich auch irgendwie ausgehen. Lowering consumption prices. With our growing industries, not only do we need to maintain a steady stream of goods into our factories, we also need to check that these input goods are not too expensive and negatively affecting production of additional more valuable goods. We'll complete if have iron, coal and steel in Austrian market 20% cheaper than their base price. Wie soll ich das jemals schaffen?
muss ich ja nur noch dieses Zeug produzieren. Wir könnten, ah, das könnten wir schon schaffen, indem wir ganz kurzfristig alles abdrehen, wo das Zeug vorkommt, und dann alles wieder aufdrehen. Während wir abgedreht haben, wo Eisen, Kohle und Dings vorkommt, produzieren wir dann, brauchen wir das dann nicht. Also gute Idee, das machen wir vielleicht so. Cheaten. Heißt, machen wir da Stahl? Nein. Machen wir da irgendwas? Nein. Da brauchen wir Stahl. Gut, das heißt, das da stellen wir auf das Einfachste. Das stellen wir aufs Einfachste. Und das ist schon am einfachsten. Okay, gut. Stellen wir voll auf Atmospheric Engines. Und das da geht zurück. Das ist eh schon zurück. So, schauen wir mal, was das mit dem Markt macht. Haha, minus 2% und minus 6% und minus 75%. Das alleine reicht nicht. Also wir können, Stahl geht auf jeden Fall auf diese Art und Weise runter. Aber Eisen und Kohle, bist du deppert. Wo gehen die alle raus? Wo brauchen wir die? Arms Industry, Steel Mills. Wenn die Arms Industry ganz abstellen, frage ich mich gerade. Ah, Construction Sector. Das können wir abstellen, auf jeden Fall. Wir Pause All machen? Ah ja, minus 75%. So, jetzt müssen wir nur noch schaffen. Das machen wir noch schnell. Hier. Nein, minus 12%. Nee. Gut, das heißt, wir müssen davon zumindest ein paar mal die. Und jetzt? Minus 42, minus 51, minus 75. Yay, wir haben es geschafft. Und das Spiel gecheest. Yay. Na gut, dann stellen wir jetzt alles wieder zurück um. Market. Nein, nicht Market. Buildings. Du. Full Wash wieder da. Du. Full Wash das Zeug. Du. Full Wash das Zeug. Du, Full Wash das Zeug. Sonst noch irgendwas umgestellt? Ah ja, das da. Full Wash das Zeug. Yay. Glaube, das war's, oder?
So, jetzt sollten wir wieder bei den normalen Preisen sein, die wir vorher hatten. Naja, Stahl ist wieder zu teuer. Haha. Wir dürfen nicht die gesamte Industrie umstellen. Ja. Okay, wir brauchen mehr Stahlwerke auf jeden Fall. Stammack. Brauchen wir eine Railway. Du brauchst auch eine Railway. Und dann bauen wir noch ein Stahlwerk dazu. Perfekt, so. Interessant, Mecklenburg scheidet nicht aus, obwohl sie auf minus 100 sind. Sollten eigentlich langsam im Krieg ausschalten. Vielleicht, weil da die Front verläuft. Sobald die Front außerhalb von Mecklenburg ist, ist sie vielleicht nicht mehr da. Oh, Frankreich greift ja an. Ja. Schonen. Aber sie verlieren auch. Genauso wie wir. Vielleicht solltest du wieder hierher gehen. Und du solltest aufhören anzugreifen. Yay, unsere arme Defense ist stärker geworden. Wir sollten einfach warten, bis Preußen auseinanderbricht. Das wird passieren. Über kurz oder lang. Und die Franzosen kümmern sich hervorragend darum. Vielleicht sollten wir nicht einmal mehr irgendwie angreifen. Mal versuchen muss noch mit euch. Na, keine Chance. Wir sind immer mit weniger Leuten drinnen als sie. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, ein neues Ding zu machen. Logistik? Hm? Nein, brauchen wir nicht. Rifling wäre wahrscheinlich ganz gut. Macht unsere Arms-Industrie stärker. Was macht denn das? Na, brauchen wir nicht. Central Banking würde mehr Geld bringen. Mehr Cash Reserves, besserer Construction Sector. Oh, wir sind außerdem schon wieder aus mit Construction Sector. Okay, gut, nein. Wir forschen in diese Richtung weiter. Canneries oder so irgendwas. Weil unsere Food Production ist auch wieder Katastrophe. Ah, weil ich dann auch auf Post bin. Erklärt einiges. Oh, Schweden hat kapituliert. Das finde ich ja nett.
Wir brauchen nur noch Preußen zum Kapitulieren bringen. Finde ich gut. Schon fast geschafft. Greifen wir irgendwo an da, oder? Interessant. Ist eigentlich wurscht in Wirklichkeit. Warum bist du eigentlich stärker und verlierst trotzdem? Ich meine, wir haben eine doppelt so hohe Stärke wie er hier. Und trotzdem schaut es so aus, als würden wir verlieren. Ja, wir verlieren auch. Wie kann das sein? Wir brauchen ein stärkeres Heer. Ist eh wurscht, Preußen ist gleich aus dem Krieg. Wir brauchen nicht die stärkere Heer, wir brauchen nur die besseren Verbündeten. Daher, das ist genau der richtige Ort. Um Sachen zu erobern. Yay! Preußen hat kapituliert. Wir sind die Besten. Wir haben Hamburg gerettet. Und wir haben Preußen niedergedögelt. Wir schauen uns an, Preußen ist jetzt nur noch Sechster. Ha! Nimm das. Lächerliches Land. Ach, was heißt Sechster? So ist Spanien nur. Ach so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, Budget, wir gehen wieder runter hier. Können wir überhaupt schon Motoren bauen? Können wir schon Motorfabriken bauen? Können wir. Na dann. Auf. Machen wir gleich zwei und aus, Maus. Perfekt, Herrschaften. Das bedeutet an dieser Stelle, oh, was ist das? From the heart of the sea. The new admiral has presented himself at the port of Venetia. Chiefly acclaimed by his peers, however, the nephew of Ludwig von Habsburg has also postulated that he has a most profound interest in the same title. Okay, the man will follow him. Character appears in Austria, plus 2% of neighbors pops. Indonesia become more loyalist. Jemand von der Trade Union. Grundsätzlich ist es jetzt nicht so schlimm, die Leute loyalistisch zu haben. We shouldn't make a von Habsburg upset. Mehr Radikale, yay. Aber die Aristokraten würden sich freuen. Wieso sind die auf plus 4 nur? Was tue ich euch, dass ihr nur auf plus 4 seid? Ich tue eh alles, was ihr wollt. Hallo? Wieso seid ihr nur auf plus 4? Das kann nicht sein. Das sind lauter grüne Plusse.
Ich verstehe es nicht. Wieso? Wieso haben wir nur plus 4? Wir hätten eigentlich plus 10. Da steht capped from actual value of plus 10. Ist due to 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann haben wir die zwei sind. Das heißt, es ist plus 5, weil es die Hälfte von 10 ist, oder wie? Und dann haben wir plus 1 und minus 2. Echt jetzt? Ja. Pfeif auf die Radikalen. Er braucht schon Radikale. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben wieder mehr Influence Points. Ausgezeichnet. Das werden wir gleich nutzen und dann machen wir Schluss für heute. So, ich hätte ganz gerne Allianz. Frankreich. Nicht schlecht. Okay, Customs Union. Ich change to Customs Union. Nein, 20, 40, 60, 69. Sachsen, auch nicht. Württemberg, 20, 40, 60, 71. Naja. Was ist mit du? Wieso machst du nicht 50, 68, 75, minus 25? Naja, gut, du magst nicht. Du 50, 70, 76, minus 108. Naja, okay. Also keiner von denen möchte. Defensive Pact. Nein. Baden würde einen Defensive Pact machen. Bayern auch. Sachsen nicht. Lucke schon. Tuscany würde. Ich mache mal Tuscany. Außerdem. Wie war das mit den Customs Union 20, 40, 60, 69. Wenn ich allerdings, wenn ich ein Defensive Pact mit euch habe, würdet ihr dann eher in meine Customs Union kommen? Wer weiß. Was mit euch? Ihr vielleicht auch? Wieso kann ich das nicht machen? Ah, wir haben keine Land Connections hier am Markt. Deswegen. Warte mal, können wir Trade Agreements? Das könnte auch noch helfen. Die wollen kein Trade Agreement mit mir? Schwammerl. Na gut, soll sein. Machen wir mal das. So. Wir haben einen Defensive Pact mit Bayern. Einen Defense, Trade Agreement mit Tuscany und ein Defensive Pact mit Tuscany.
Amy Cabo. Okay. Also alle 50 Tage wird um 1 besser, die Beziehung, bis wir einen Wert von 80 erreichen, oder wie? Na gut. Das sollte dann im Endeffekt auch dazu führen, dass sie uns irgendwann nochmal vielleicht, irgendwann nochmal vielleicht in unseren Markt aufgenommen werden. Können wir eigentlich euch rivalisieren? Weil ihr seid Wappler, euch mag ich nicht. Ihr könnt mich außerdem nicht ausstehen. Und ihr macht's Promote Liberal Reforms. Keiner mag euch. Was ist denn meiner Power? Nicht rivalisieren, solange wir eine Great Power sind. Naja, egal. Das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns.